Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Natur- und Technik-Kanal Amazing Nature Alpha. Heute geht es um ein unglaubliches Objektiv, das es bei Amazon gibt, und zwar um das Camlan 50mm f1.1, eine irrsinnig lichtstarke Festbrennweite mit 50mm, die nach Porträt schreit förmlich. Und die habe ich für 130 Euro nagelneu auf Amazon bekommen für die APS-C-Kameras. Die gibt es für alle möglichen Kameramarken. Ich habe sie natürlich für Sony, für den E-Mount gekauft. Und was es mit der Brennweite auf sich hat und wie sie sich in dem Test schlägt, das seht ihr jetzt. Wenn wir mal auf die Objektivliste auf meiner Webseite schauen, dann sehen wir, dass für APS-C-Kameras ein sehr ähnliches Objektiv im Handel ist, nämlich das Samyang 50mm f1.2. Und das ist ja fast die gleiche Lichtstärke, aber dieses Objektiv kostet 440 Euro und das hier von einem chinesischen Hersteller kostet nur 130 Euro und ist sogar ziemlich gut bewertet gewesen, sodass ich so neugierig war und habe es mir selber gekauft. Also es ist kein Werbevideo, ich habe mir das Teil selber gekauft und nach dem Test behalte ich es entweder oder ich verkaufe es dann wieder selber. Nur, dass ihr den Hintergrund wisst, also definitiv mache ich hierfür keine Werbung. Und bei einem Objektiv für 130 Euro mit einer f1.1 ist uns natürlich von vornherein klar, dass das gar nicht so mega scharf sein kann. Und ganz ehrlich, mit dieser Erwartung bin ich auch in den Test reingegangen. Und das erwarte ich im Grunde auch von dem Objektiv bei einer f1.1 nicht. Jeder Fotograf, der erfahren ist, der weiß, ein Objektiv, das bei einer f1.1 noch scharf ist, das gibt es fast nicht, beziehungsweise kosten die dann weit über 1000 Euro. Überhaupt in dem Sektor, wenn wir uns mal umschauen, kriegt man noch ein günstiges 50mm, ein lichtstarkes. Ja, die 50mm, die sind nicht nur sehr prädestiniert dafür, dass man sie billig bauen kann, da sie eine sehr einfache Konstruktion haben, meist aus nur 5 Linsen bestehend. Das heißt, die Hersteller tun sich natürlich einfach, hier ein günstiges Objektiv auf den Markt zu bringen, und gleichzeitig ist die Konstruktion so benutzerfreundlich oder konstrukteurfreundlich, sagen wir mal, dass man ein sehr lichtstarkes System konstruieren kann. Also nur, dass ihr den Hintergrund kennt. Und deswegen hat Sony auch ein 50mm Objektiv im Angebot mit einer f1.8 und das kostet nagelneu auch nur so um die 188 Euro, glaube ich, habe ich vor kurzem gesehen auf Amazon. Aber das hier ist nochmal ein Ticken billiger und das ist keine f1.8, sondern das ist eine f1.1 und wir wollen natürlich wissen, was das Teil kann. Ich habe mir auch gedacht, mit welchem Objektiv könnte ich es noch vergleichen? Ja, mit dem Minolta 50mm f1.4. Das ist ja fast genauso lichtstark und das hat ja doch eine sehr legendäre Schärfe, für das dieses Objektiv schon 1980 oder so gebaut worden ist, wenn nicht sogar früher. Und ich habe dieses Objektiv in einem fast neuen Zustand auf eBay für 100 Euro oder so damals gekauft. Dazu braucht ihr noch diesen Adapter, dass ihr es an einem E-Mount adaptieren könnt. Das alles verlinke ich euch natürlich samt den Camlan natürlich unten in der Infobox. Ich kann nicht mehr. Ja. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt direkt in Lightroom und schauen uns die Bilder an, die ich damit geschossen habe, damit ihr möglichst nah dran seid, was dieses Objektiv zu leisten vermag. Zum technischen Aufbau noch mal ganz kurz, es hat einen riesen Highlight, dieses Objektiv. Und zwar hat das unglaubliche 12 Blendenlamellen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieses chinesische Start-up, schweres Wort, legt nämlich sehr großen Wert auch auf sein Image. Also die Verpackung ist sehr schön gemacht mit schönem Moosgummi. Das ganze Objektiv ist aus Metall gefertigt und dabei ist sogar noch ein schönes Objektivreinigungstuch und so die Unterschrift vom CEO. Natürlich nur gedruckt, nicht echt unterschrieben. Aber man merkt so, die Firma, die legt so ein bisschen Wert darauf, auch anerkannt zu werden. Also sie wollen kein Billigheimer sein. Und dafür sprechen schon einmal die unglaublichen 12 Blendenlamellen für ein besonders rundes Bouquet. Und das vergleichen wir natürlich auch mit dieser Optik. Denn ich glaube, hier haben wir 6 Blendenlamellen und das ist so dieses Stoppschild-Bouquet. Aber dazu kommen wir gleich. Ansonsten ist es natürlich manuell. Das bedeutet, wir haben hier hinten einen Blendenring, der stufenlos sich verdrehen lässt. Auch sehr interessant für Filme. Und wir haben hier natürlich einen zweiten Ring, um den Fokus zu verstellen. Aber jetzt gehen wir zu Lightroom und schauen uns einfach mal an, was das Ding bietet.
Okay, wie ihr sehen könnt, habe ich einige Testbilder geschossen und wir wollen uns jetzt zuerst einmal anschauen, was das Kamlan 50mm 1.1 denn überhaupt bietet. Und ihr seht schon hier bei dem ersten Schuss, wir haben ein unglaublich weiches Bokeh hier bei 50mm an der Sony A6400. Da habe ich eine 4000stel Sekunde gebraucht, Verschlusszeit, weil einfach, obwohl ein bewölkter Tag war, weil einfach die Blende auf eine unglaubliche f1,1 geöffnet ist. Und was wir nun sehen, ist ganz klar und erwartbar gewesen, das ist natürlich nicht mehr so extrem scharf. Generell können wir jetzt schon mal sagen, und das nehme ich schon mal vorweg, wir werden bei einem Preis von 130 Euro natürlich extreme Schwächen entdecken. Wir haben chromatische Aberrationen, wir haben ein Objektiv, das in den Ecken nicht ganz so scharf ist, beziehungsweise oftmals sehr enttäuschend scharf ist. Also ich würde euch das Objektiv eher weniger für Landschaften empfehlen, sondern vielmehr für Motive, die im Zentrum sind, wie zum Beispiel ein Porträt oder eben auch eine Blüte oder irgendwas. Denn da sind die Ecken dann egal, denn die saufen eh in einem wunderschönen weichen Bokeh ab. Übrigens, die Vignettierung finde ich sehr positiv. Ich habe die Bilder nicht korrigiert und ihr seht bei einer F1.1, okay, wenn wir jetzt natürlich gegen einen blauen Himmel oder so fotografieren, da werden wir schon was bemerken. Aber schaut euch mal das Bild an. Das ist doch eigentlich beeindruckend für eine F1.1. Aber wenn wir natürlich reingehen, da sehen wir schon, die Pinselstriche sind zu erkennen, das finde ich sehr positiv, wir sehen alles und hier sieht man aber doch in der Blüte, also hier ungefähr war der Fokus gelegen, das ist natürlich nicht so mega scharf. Gehen wir die Bilder schnell durch, Blende 2, Blende 4, Blende 8 und Blende 16, schauen wir uns mal Blende 16 an, gehen wir mal hier rein, das ist schon sehr, sehr scharf, da gibt es überhaupt nichts zu meckern, also für diejenigen, die es vielleicht am Smartphone anschauen, gehen wir mal in 2:1 rein, also das ist schon sehr, sehr scharf. Wenn ich jetzt zurückgehe auf Blende 8, ist immer noch sehr scharf, Blende 4 ist auch noch sehr scharf, wobei man merkt, dass die Blende 8 an Schärfe zunimmt, also Blende 4 verliert schon an Schärfe, Blende 2, warum nimmt er jetzt einen anderen Ausschnitt, verstehe ich nicht, ist egal, mach mal weiter, Blende 2 verliert wieder an Schärfe und hier Blende 1.1 verliert nochmal an Schärfe. Also ihr seht schon, bei 1:1 hat das Objektiv natürlich schon seine Schwächen, aber seid mal ehrlich, wenn wir das Objektiv bzw. das Bild auf dieser Größe lassen, das hat jetzt ungefähr etwas mehr wie DIN A4 oder sogar viel mehr wie DIN A4, würde ich jetzt mal schätzen. Da würde niemanden auffallen, dass das Objektiv irgendwo eine Schwäche hat. Also Ausdrucke, würde ich sagen, bis 50 cm könnt ihr Blende 1.1 noch verwenden, ohne dass man merkt, dass das Objektiv an Schärfe verliert. Wenn ihr größere Crop-Faktoren ausnutzen wollt, wenn ihr mehr digital reinzoomen wollt, dann werdet ihr eine Schwäche feststellen. Aber ihr seht schon hier, Blende 4, Blende 8, Blende 16, alles top zu gebrauchen. Und jetzt habe ich nochmal ein Blende 1.4 aufgenommen, denn wir wollen ja auch das Minolta dagegen nochmal vergleichen. Deswegen kommt jetzt hier ein Schwarzbild. Damit habe ich das Minolta getrennt und ihr seht jetzt, bin ich beim Minolta 1, also 50mm 1.4. Und das Minolta ist wirklich sehr viel schärfer. Ihr seht hier bei Blende 2, wir haben eine klasse Schärfe auf dem Tontopf. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche mit dem Blende 2 vom Kamlan, also das Minolta jetzt hier auf der linken Seite, wenn wir jetzt zu dem Tontopf gehen, dann seht ihr, das Minolta ist ganz klar das schärfere Objektiv. Das Kamlan ist sehr, sehr weich. Aber wie gesagt, dafür hat es auch die Möglichkeit, auf eine F1.1 aufzumachen und wir haben vielleicht ein etwas anderes Bokeh, dazu kommen wir gleich. Das darf man dabei nicht vergessen. Was auch auffällt in diesem Beispiel, das Kamlan hat etwas mehr Magenta-Anteil im Bild, wohingegen das Minolta die Farben, würde ich sagen, einen Tick realistischer wiedergibt, aber das kann man ja mit einem ganz kleinen Klick in Lightroom oder mit dem Anfassen des Weißabgleichs wieder retten. Also ich möchte das Objektiv jetzt nicht über
die Maßen schönreden, aber ich persönlich habe meine Freude damit gehabt und ich fand das Objektiv wirklich nicht schlecht. Machen wir mal weiter bei Minolta. Bereits bei einer Blende 4 gibt es an der Schärfe überhaupt nichts mehr zu motzen. Vergleichen wir nochmal die beiden Maximalschärfen. Links wieder das Minolta mit der Blende 16 und rechts das Kammlern mit der Blende 16. Und wenn wir jetzt zwischen beiden Bildern entscheiden müssten, welches Objektiv im Zentrum schärfer ist, dann wird es schon sehr, sehr schwierig. Ich sehe hier keinen Unterschied. Einzig und allein bei einer offeneren Blende, und dafür hat man ja eigentlich ein offenblendiges Objektiv, ist das Minolta schärfer. Aber damit noch nicht genug, denn wir sehen sofort am Bildlook, können wir das Minolta direkt vom Kammlern unterscheiden. Ich klicke hier mal in ein Bild rein, das ist jetzt hier mit Blende 2 entstanden und ihr seht sofort an der Stoppschildform des Bokehs, dass es sich hier um das Minolta handelt. Denn das Minolta hat 6 Blendenlamellen und das Kammlern hat einfach mal doppelt so viel, nämlich 12 Blendenlamellen. Übrigens, das Zeiss Loxia hat 10 Blendenlamellen. Das muss nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal sein, aber es spricht schon für sehr runde Blendenkreise. Gehen wir nochmal das Minolta durch. Hier habe ich jetzt nicht bis Blende 16 geschlossen. Wir haben hier nur die Blende 1,4, Blende 2, Blende 4 und Blende 8. Und ihr seht ganz klar diese Stoppschildform, aber eine unglaubliche Schärfe, so wie wir das von dem alten Minolta gewohnt sind. Und das auch für einen sehr guten Preis. Ich persönlich finde dieses Retro-Bokeh mit diesem Stoppschild, mit diesem Stoppschildcharakter auch sehr ansprechend. Ich mag beides, muss ich sagen. Mir hat das Kammlern auch sehr viel Freude gemacht. Und wenn wir jetzt das Kammlern dagegen nochmal anschauen, hier müsste das die Blende 1,1 sein, hier Blende 1,4, Blende 2, Blende 4 und Blende 8. Dann sehen wir hier ganz klar die runderen Kreise im Bokeh, aber wir sehen trotzdem Schwächen, denn ein Sony G-Master oder ein Zeiss schafft es mit weniger Blendenlamellen, rundere Kreise zu bekommen. Wir haben bereits hier schon leichte Stoppschildandeutungen drin, aber es ist definitiv für den Preis ein super Bokeh. Und ihr seht schon, hier links habe ich mich mal selber fotografiert, dazu kommen wir gleich. Wir vergleichen jetzt nur mal das Bokeh bei Blende 4, das Minolta wieder auf der linken Seite und ihr seht schon hier einen deutlichen Unterschied. Wir haben nicht nur wesentlich größere Blendenkreise beim Kammlern, sondern auch eben sehr viel rundere. Also ihr seht das hier im 1:1, wir sehen hier auch beim Kammlern leichte Abflachungen, das ist für ein Objektiv mit 12 Blendenlamellen schon etwas. Ja, also es könnte wesentlich runder sein, aber wie gesagt, wir reden halt hier über ein Objektiv, das nur 130 Euro kostet. Natürlich muss es irgendwo einen Qualitätsunterschied geben. Was uns aber besonders interessiert, ist doch auch, wie wirkt ein Porträt, was wir wirklich bei einer Blende 1,1 aufnehmen, welche ja nicht mehr so scharf ist. Und ihr seht hier ein Bild, das habe ich ganz leicht nachgeschärft. Und ihr seht, wenn wir hier mal reingehen in 1:1, dann haben wir hier eine Schärfe, die könnte höher sein. Ganz klar, also wenn ich jetzt ein Objektiv für 1000 Euro kaufe mit einer Blende F1,2 oder F1,1, dann erwarte ich hier mehr Schärfe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für ein Objektiv mit 130 Euro bin ich hier sehr zufrieden. Wir sehen auch, wie extrem wenig Schärfentiefe wir haben. Wir haben das Ohr unscharf und wir haben die Nase schon unscharf. Und die Schärfe liegt wirklich hier unter dem Auge oder im Auge. Und wir haben hier wunderschöne, weiche Bälle im Hintergrund. Und das muss ich ganz, also mir hat's wirklich Spaß gemacht, damit Fotos zu machen. Ganz einfach, weil es immer wieder aufregend ist, welche Bildsprache jedes Objektiv hat. Und jedes Objektiv hat einfach eine andere Bildsprache. Und ihr seht auch schon, wie wenig Schärfentiefe hier. Sogar das Hemd ist eigentlich komplett unscharf. Nur hier vorne, die Spitze ist etwas scharf. Und also daran seht ihr schon diese extrem geringe Schärfentiefe, die natürlich auch sehr anspruchsvoll ist zu fotografieren bei einem Objektiv, das nur
einen manuellen Fokus hat. Also da darf sich wirklich fast nichts mehr bewegen. Euer Motiv sollte da wirklich am Platz bleiben. Hier nochmal im Wald draußen, ungünstig in die Sonne gestellt, aber das ignoriert er jetzt mal. Hier seht ihr das Bokeh bei einer Blende 1 und ihr seht die Schwäche des günstigen Objektivs. Wir haben hier massive chromatische Aberrationen am Objektiv. Das seht ihr vor allem natürlich bei einer offenen Blende, treten die zutage. Aber auch hier in Lightroom eigentlich kein Problem. Wir gehen hier ganz bequem ins Entwickeln-Modul auf Objektivkorrektur und sagen hier auf manuell möchten wir mit der Pipette aufnehmen dieses Magenta. Und ihr seht, mit dem einen Klick haben wir fast nahezu alle chromatischen Aberrationen schon eliminiert. Wenn ich jetzt hier auf 1:1 rausgehe, sehen wir diese nicht mehr. Und somit, sage ich mal, ist das alles nicht mehr so dramatisch heute. Wer Bilder bearbeitet, und das empfehle ich euch, der kann sowas leicht wieder beheben. Ja, dieser Birkenstamm, der ist mit einer Blende 5,6 entstanden und ihr seht, welche unglaubliche Schärfe hier im Bildzentrum ist. Und ihr seht aber auch, wie unwichtig es sehr oft sein kann, wenn ihr in ein Motiv in der näheren Umgebung fotografiert. Dann benötigt ihr einfach auch die Schärfe in den Ecken nicht so sehr. Dieses Motiv ist auch damit entstanden und ihr seht, wenn ich jetzt hier ins Eck gehe, dann fällt hier die Schärfe natürlich schon gewaltig ab und im Zentrum nimmt sie dann wieder zum Maximum zu. Auch dieses Bild ist mit dem Kamlan entstanden. Das müsste eine Blende F2.8 gewesen sein. Die Blende wird ja leider nicht übertragen und deshalb müsst ihr das euch dann merken. Aber auch hier schönes Bouquet im Hintergrund, leichte Zwiebelringe, aber nichts zu meckern für ein Objektiv in dieser Preisklasse, was dann noch neu ist und 2 Jahre Garantie hat. Also besser kann es ja eigentlich nicht sein. Das ist der Sonnenstern im Gegenlicht. Habe ich nichts dran auszusetzen. Man merkt, es fehlt ihm an Qualität, weil hier die Sonnensterne auch noch aufgesplittet werden. Das geht besser, aber nicht für dieses Geld. Das habe ich auch noch im Wald aufgenommen und ihr seht, die Schärfe ist durchaus zufriedenstellend. Die ISO war hier auf ISO 2500, deswegen etwas verrauscht. Aber da gibt es wirklich nichts zu meckern. Und jetzt gehen wir wieder genau dahin, nämlich in den Wald. Denn die Marion hält immer noch die schwere Kamera in den Händen mit dem Sigma 2470 F2.8, das dann doch ganz schön schwer ist, wenn man so lange filmt. Bleib bitte so, ganz kurzer Abspann noch. Und jetzt abstützen und letzter Zug. Vielen Dank, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Also als Fazit würde ich sagen, das Minolta sollte sich jeder kaufen, der ein wirklich brachial scharfes Objektiv für dieses Geld haben will. Und das Kamlan sollte sich jeder kaufen, der vielleicht noch ein bisschen ein runderes Bokeh möchte im Hintergrund, der rundere Spitzlichter im Hintergrund möchte und nicht diese Stoppschildform. Jeder, der auf ein Retro-Bokeh steht, der sollte sich dieses alte Minolta kaufen. Und jeder, der ein professionelles, rundes Bokeh im Hintergrund möchte, auch wenn natürlich bei 1:1 die Schärfe dann schon ein bisschen flöten geht, aber der sollte auf jeden Fall zu dem Kamlan greifen. Mir hat es Spaß gemacht, euch das zu zeigen. Euch noch eine friedliche Zeit da draußen und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!